kleinen Hände, die kleinen Füße. Der kleine Mund. Sie wurde von ihrem Vater abgeholt. Eine Woche solle sie da bleiben. Er hat sie mitgenommen und nicht mehr zurückgebracht. Wenn die Bindung zu dieser Mutter sehr eng ist und das Mädchen keine freie Wahl hat, die Mutter wiederzusehen, könnte das schon ein Trauma für das Mädchen bedeuten. Hat uns eigentlich das größte Glück genommen, was es auf der Welt gibt? Ein Kind. Mein Kind. Man kann nur abwarten, aber abwarten auf was? Das ist das Schlimme. Haben Sie was vermissen Sie denn? Alles. Die kleinen Hände, die kleinen Füße. Der kleine Mund. Alles. Alles. Also mein größter Wunsch ist, dass ich Milena wieder in den Arm nehmen kann, dass sie wieder zu Hause ist. Alle runter und bitte. Und Finger weg. Genau. Genau. Und stehen bleiben, so wo du es eben dann hattest. Also nochmal. Mitgenommen hat er sie nach Algerien. Die Beweggründe, Eifersucht. Er war gekränkt. 4 Tage vorher war unsere Scheidung. Ja. Meine Tochter Milena habe ich am 15. April runter hier nach Gersfeld zum Bahnhof gebracht. Sie wurde da von ihrem Vater abgeholt. Waren Osterferien, eine Woche sollte sie da bleiben, Ostersonntag sollte sie zurückkommen. Er hat sie mitgenommen und nicht mehr zurückgebracht. Was hörst du an mir? Milena ist ein fröhliches Kind, hat gern den ganzen Tag draußen gespielt mit ihren Freundinnen hier im Hof. Und vermissen tue ich eigentlich alles. Die Angst ist groß, dass wir sie gar nicht mehr wiedersehen, weil die Chancen, sie zurückzuholen, eigentlich relativ gering sind in einem fremden Land, was weit weg ist und wo keiner die Sprache spricht. Ja, wo die Gesetze ganz anders gegeben sind.
Milena ist ein kleines Kind, sie vertraut ihrem Vater und eigentlich tut er das Vertrauen total missbrauchen, indem er ihr wahrscheinlich irgendwelche Geschichten erzählt oder sonst irgendwas. Vielleicht sitzt auch da unten und denkt, warum kommt die Mama nicht vorbei oder die Mama will mich nicht oder irgend sowas. Sie hat Geburtstag jetzt da unten gefeiert, sie ist 7 Jahre alt geworden und keiner von uns war dabei. Weil man nichts machen kann. Ich meine, man kann sich nicht einfach in den Flieger setzen, da runterfliegen. Dann steht man da am Flughafen, man spricht die Sprache nicht, dann weiß man nicht, wohin. Den Aufenthaltsort, den kennt man nicht. Das ist alles wie ein Albtraum. Das ist so wechselhaft. Es gibt Tage, da denke ich, am besten nimmst du den Strick und hängst dich auf. Und dann hat man noch die 2 anderen Kinder, wo man stark sein muss eigentlich. Und am besten geht's, wenn man es eigentlich verdrängt. Er hat alles zerstört. Er hat hier alles kaputt gemacht. Alle sind hier voll am Verzweifeln und keiner weiß so richtig, was er machen soll. Hat uns eigentlich das größte Glück genommen, was es auf der Welt gibt. Ein Kind. Mein Kind. Ich bin jetzt keine Mutter, aber es ist wirklich sehr extrem. Also wir schlafen sehr unruhig. Ja, Weinanfälle sind auch natürlich da, hat es auch öfter. Wir haben hier noch 2 andere Kinder, die noch da sind. Das ist natürlich für die auch nicht einfach und das ist natürlich auch eine große Belastung auch für die Kinder dann. Wie man damit halt umgeht. Das ist so wie, als wäre schon ein Kind verstorben, also so in der Art. Was ist an der... Milena, ich bin ein fröhliches Kind. Spielt gerne, hat viel gespielt mit den ganzen Kindern hier. 6 Jahre, 7 Jahre alt jetzt. Freundlich, war lieb, war nett. Wie ein eigenes Kind eigentlich. Das macht vieles kaputt oder stört auch.